Und herzlich willkommen zurück zu Child of Light. Willkommen auch von mir. Auch. Ach, da hinten sind Rippen, siehst du das? Wo? Achso. Rippen, ja. Ripp. Wegen dem. Das ist dein Herz. Eins, zwei, drei. Die kann reden? Ja, ist sie gar nicht tun. Boah, diese krass, das ist ein Boss, diese epische Kamerafahrt. Fühl mich wie in den Minen von Moria. Oh Gott, ist die dick. Dicke Mutti ist das. Hier die große Behinderung. Hat die gerade. Was? Hat die das gekontert? Hast du das gerade richtig gesehen? Irgendwas mit Konter unterbrechen. Ist denn jetzt aber rein? Warum dürfen die eigentlich immer zu dritt sein und du nur. Ja, weil es nicht ist. Weil ist so. Das ist ein großer Stun. Ist zu spät. Warum Wünsche? Ich krieg kaum Schaden, ich muss erstmal die Kleinen wegmachen. Hallo! Die geht ja richtig ab. Meine Maus ist bald weg. Nee, lass ich. Ich wechsle gleich aus. Ja, kannst du mir auch so einen Trank geben dann. Mal. Stimmt. Ich muss den eh austauschen. Oh, Vorbereitungszeit hat die gar nicht. Die ist einfach. Ja. Ich die eine ist tot. Nimm gleich einen Trank. Hey. Hey und hey ist nah ineinander hier. Nein, warum sind die so schön? Warum darf sie schon wieder und der andere durfte noch nicht mal dazwischen? Sammle Kraft, das ist nie gut. Nee. So. Ich glaube, das ist ganz gut, was ich jetzt machen kann. Sie immer versucht es verlangsamen und mit ihm draufhauen. Wo ich da glaube, dass die Maus auf Einzelziele vielleicht mehr Schaden macht. Kannst du Energie, genau. Mhm. Obwohl die ganz gut aushalten, die beiden. Ja. Passen ganz gut zusammen. Ja. Schönes Pärchen. Und beide weiß. Eine mit weißem Kleid, der andere weißes Granitsteinchen. Unterbrechung, dann macht sie einfach Tempo. Also. Konter, Unterbrechung. Ja. Sehr merkwürdig. Du hast ja auch Tempo. Ganz nischt. Ich nehme mal die hier, weil dann kann ich die immer schnell angreifen und immer schnell unterbrechen. Ne? Konter zwar immer, aber soll ich ja, wenn sie nicht dazu kommen. Oh. Das wird knapp. Nein! Egal. Das ist die epische Musik dazu. Oh, Einzelziel heilt jetzt auch um einiges mehr. Geh mit ihrem scheiß Tempo. Nehmen wir das Tempo eben wieder weg. Ne. Ja, ich muss auch.
trotzdem noch schnell. Ja. Das ist ziemlich nervig, die Spinne. Countdown, dabei so. So nervig. Ich doch mal den Magier mal mit Feuerschaden oder so? Die oder? Ist kein Feuer. Ah, ne, die ist. Aurora? Kann, Aurora bringt aber auch nicht viel. Obwohl, doch, ich kann ja diesen Einzauber machen. Versuchen sie zu wandeln. Vielleicht klappt er. Ja. Ja, macht trotzdem 120 Schaden. Ja, deswegen, die anderen machen nur 30 oder so. Ja. Gut. Eine dunkle Kreatur, denke ich mal. Oh. Sind endlich mal beide gleichzeitig fertig und die macht natürlich irgendwas, was beide unterbricht. Oh, in der Vorbereitungszeit. Weiß, Konter. Kommt gleich. Oh, ganz schön lange gemacht, ne? Mhm. Episch. Aber nicht besonders schwer, weil sie kaum Schaden macht. Finde ich jetzt. Ja, zum Glück. Ja. Nein, die Bitch. Die Bitch-Spinne ist das. Jetzt aber. Tja. Tja. 18.000 Schaden. EP. 18.000 Schaden? Ja, ja, geil. Bin ja gleich beim ersten Mal umgefallen. Dip, 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 dip. Alle mindestens ein Level ab. Ausweich. Sternschlag? Ah, Ausweich. Und jetzt? Jetzt geht's ihm wieder gut. Spuckt er uns jetzt wieder aus? Oh ne, wir dürfen jetzt so lang. Palmas Papili! Hört her! Wie, hattest du den gesprochen? Ja, ne? Ich glaube schon. Ja. Magmas Herz schlägt wieder laut und klar. Gerettet habe ich unser Geschäft. Die Kammer ist offen. Bereitet. Ich habe den ganz anders geredet, ne? Die Kammer ist offen. Befreit von der Königin Skavar. Prinzessin. Aurora, bitteschön, mein Herr. Ich danke euch in der Wollmus namen Aurora. Jetzt mit frischem Kapital in der Hand. Erschafft unser Marktruf wieder in den goldenen Eben von Lemuria. Erschallt. Du bist doch rot. Das macht mir Mut. Dein Handeln war edel, Aurora. Ich liebe dich auch, Nora. Ja, hat sie gar nicht gesagt, dass sie mich liebt, aber ich sie auch, ja. Robert, die Beförderung hast du sicher. Die ist er verknüpft. Die ist das? Margaret! 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 Margarine. Du weißt aber nicht meine. Deine Stimme klingt wie Marktgeschrei, was? Dein Lächeln ist schön wie Wertpapier. Magma ist gesund, die Kammer ist frei. Alles für deine Pfote, die Kleine. Schönste Margaret, willst du mir werden mein? Ich bin weder Marktstand noch Spekulant. Robert, was willst du nur mit meiner Hand? Tschüss. Margaret, warte, mein Herz, fort ist sie, brennend des Schmerz, alle Hoffnung dahin, der Kummer ist groß. Vielleicht erleichtert dich diese Flöte dein Los. Na klar, bestimmt. Da grinst er wieder. Das ist ihr Solo. Iggy guckt sie nicht mal an, er hat keinen Bock. Iggy denkt sich, was ist dir los?
Leb wohl, mein Freund. Wir brechen nun auf mit unseren Zelten. Die Pommes-Bubuli danken euch. Die Pommes-Bubuli. Und werden es euch vergelten. In dieser oder in anderen Welten. Und toll, also in anderen. Sprich mit Magna unter der Stadt der Bubuli. Sonst erreichst du den Tempel in der Höhe nie. Tja. Ist er jetzt noch bei uns in der Gruppe? Och, wenn die Liebe nur so eine Märkte verhielt. Ich weiß, diese Angelegenheit ist recht heikel. Doch Vater seinem Bankier oft übel mitspielte. Wenn Monsieur Moustache Anlegen Verlust gebracht. Sicher, der Markt kann vor unvorhersehbar sein. Wird dein Geschäft nicht gründlich bedacht? Warte, Monsieur Montage war sein Name? Nennt ihn nicht so, er ist leicht aufgebracht. Und den ganzen Kopf kräuselt sich ein gewaltiger Bart. Und an Pomade. Pomade? Und an Pomade hat er dabei nie gespart. Deshalb nannte mein Vater und ich ihn derart. Wie ist die Mustache? Der Butler war's. Der Butler war's, das war der Bankier. Mustache, Butler, der Bankier. Oh, der Quest. Hey, da, ihr Dostert. Entschuldigt die Störung, aber eure Hilfe ist vonnöten. Ist das ein Drache? Hat er eure Kinder gefressen? Sollen wir ihn töten? Aber nein, so kostspielig ist es nicht. Ich habe nur dieses Haus erworben, erst neulich. Es muss geputzt werden, vom Keller bis auf zum Boden. Doch ein paar kleine Tiere im Keller sind unerfreulich. Und die Katze auch. Könntet ihr einen Ehrenmann davon befreien? Großer Ruhm wird eure Belohnung sein. Die Tür dürfte nun aufgesperrt sein. Geht nur direkt hinein. Aufgesperrt an einen lassen Loch in der Wand. Achso, die Tür. die hat er mit Telepathie aufgemacht. Wollen wir das erstmal machen? Ja. Sonst vergessen wir das noch. Ja. Was hat der denn im Keller? Pflanzen? Lava? Höhlen? Leven und Mana. So langsam sind diese ganzen... What the fuck? Der ist so süß. Ausgewichen. Langsam sind diese ganzen verschiedenen Stimmen noch komplizierter als die Jede. Siehst du, so viel zum Thema nicht mehr Wasser, ne? Nicht mehr Wasser, ja. Aber noch sind wir in der Wasserwelt quasi. Bett. Kabuff. Immer wieder steinig, oder nicht? Ja, nimm Fett. Ach nee, der hat Wasser. Ne? Der hat Wasser, ja. Das ist besser. Aber steinig nehme ich trotzdem statt ihr, glaube ich. Ach so, ja. Auch nicht schlecht. Schade, ich dachte, ich kann es ihn noch unterbrechen. Also hier. Hab auf! Oh, der ist feuerresistent. Die Maus. Hab ich das gemacht? Nee, weiß ich nicht. Ach, nee, weiß ich nicht. Aber ich hab's vorhin auch gelesen. Bäm. Aua, was konnte der denn da einfach? So ein Arsch. Ey, Peniskopf. Er weint, oh, Mr. Knochenkopf. Er weint nicht, der hält sich nicht die Augen zu. Nein, der weint. Ist gar kein Mitgefühl mit dem. Guck, er weint. Aber was hat denn der für einen Keller? Was sind das für kleine Tierchen im Keller? Das sind Geister, Feuergeister. Verdammte scheiß Feuergeister. Das sind die bestimmt noch nicht mehr. Und hier will er putzen auch noch. Ah. Ach, ich hätte dich da anhalten können. Danke. Ah! Der Tod und ein paar Spinnen ist da drin. Geil. Oh Mann.
Oha. Der war in der Kiste, oder was? Die waren alle drei in der Kiste. Was haben die denn da alle in der Kiste gemacht? Die haben sich umarmt. Flaschendrehen gespielt. Sagt aber. Stein gegen Stein. Lol, One-Hit. Warum wurde der Stein nicht unterbrochen? Ist er ausgerüstet? Keine Ahnung. Der ist OP. OP wie Hölle. Stein ist ja schnell. Stein gegen Stein. Wer gewinnt? Der Stein. Ey, du Arschkopf hier. Bounce! Yay! So muss das sein. Hehe. Sieht aus wie so eine Schnecke mit Totenschädel und Flügel. Der hat auch keine Chance gegen uns. Oder sind jetzt sogar nur zwei? Umso besser, dann kannst du dich um den einen kümmern und um den anderen. Ja. Mit dem den und der den und den. Behindere ich den anderen noch? Dann ist er total behindert. Oh, der Stein. Jetzt haut er dich. Ah, der haut mich. Stimmt, eh. Nicht, dass ich den überholen kann. Ach doch, den nur Sammelkraft. Sammelkraft! Oh. Gibt immer noch. Stirbt aber schnell. Da hat er wohl den Falschen angegriffen. Kannst du mal den Steinmenschen heilen? Noch schnell? Nein. Ah, ob das noch wirkt, weiß ich nicht. Bist du, glaube ich, eh wieder heiler beim nächsten Mal, oder? Oder wegen Level-Up vielleicht. Ich weiß es nicht. Hatte ich schon wieder so viel? Habe ich eben nicht gemacht nach dem Boss, ne? Nein, ich glaube nicht. Schlag plus bringt das hier. Ist ja auch toll. Das, was wir am meisten uns gewünscht haben, ne? Mhm. So, was brauchen wir jetzt als nächstes? Das Blatt da oben. Das Blatt ist reinigen irgendwie. Ich glaube, ist nicht so wichtig, oder? Ein Doppeltreffer. Verschießt einen Pfeil auf eine andere Richtung. Aha. Nö, da finde ich das hier besser. Außerdem haben wir das hier auch, lol. Hier haben wir das für alle. Da haben wir es nur für einen. Na, ist ja das sowieso besser, oder? Ja. Ist ja merkwürdig. Das da. Was. Mach deine Arbeit. Kugel. Zwiebel. Zwiebelkugel. Zwiebelige Kugel. Ah, ich verstehe. Weil. Nein, Umada! Brauchst du nicht. Nee, schneller. Ah! Hast du die aufgemacht? Nein, ich kann die nicht aufmachen. Gleich bekommen wir eine drauf. Die sind optimistisch mal wieder. Ah, die Gegner sind gut. Gut, schnell. Schnell sind sie auf jeden Fall. Nein! Und da brauche ich den Geist. Ah. Wie denn? Ah, gut. Die sind zu schnell. Yay, wow, zwei getötet. So in der Art habe ich mir das gewünscht. Zwei getötet, jetzt der dritte getötet. Yay. Das war der letzte. Das hat er schon am Anfang beim ersten gesagt. Echt? Ja. Ah, so ein Schlawiner. Bist ja auch du. Ja, natürlich. Nee, es war der wirklich der letzte. Siehst du? Ich hab recht. Das erste Mal. So, ich setz mal diese ganzen. Oh, ist schon wieder eine Fähigkeit? Ich setz mal diese ganzen Dinger jetzt mal ein, ne? Mhm.
So, wer könnte mehr Leben gebrauchen? Sie, die Schwester als Tank? Oder der Steinmann? Steini, Schwester hat eh oder? Schon so viel. Steini hat gar nicht so viel jetzt. Rubella hat am meisten. Aber Steini hat nicht so viel. Ja, dann nehmen wir Steini. Oder ich teile sie mal ein bisschen auf unter denen, die weniger haben. Sie zum Beispiel hat extrem wenig. Oh. So, Stärke ist aber Steini. Verteidigung. 128. Oh, nur 102. Lol. Magier? 180 hat er da eine. Die Schwester, ne? Boah. Dann nehmen wir mal Steini noch dazu. Magieresistenz 110. Start Steini am wenigsten mit. Er wird unser ausweichen. 7, 18. Ich nehme mal. Da, wo er schon viel hat, machen wir lieber noch eine Chance dazu, oder? Ja. So, das war's auch schon. Mehr haben wir gar nicht von den Sachen. Reicht doch auch. Sagst du? So, was haben wir hier noch? Oh, blaue. Ich will mal wieder Diamant. Nein! Oh. Ach, ich habe keinen roten. Ach, warte mal, ich kann noch die. Kann ich die auch rausnehmen? Da fehlt einer, ne? Der blaue. Ah. So kann man die auch gleich herstellen. Dann musst du mal wieder grüne machen. Wollte ich doch gerade sagen. Dann machen wir auch gleich noch die blauen. So. Das ist am kompliziertesten, weil er dann immer versucht, da schnell wegzukommen. Einen kann ich noch. Dann kann ich noch einen größeren Diamanten machen. Dann kann der Dings da auch endlich mal mehr XP wieder kriegen. Der. Wo ist er? Da. 15% mehr XP. Yay. Was bringt die Facette eigentlich? Wenn ich angreife normal? Nee. Dann lasse ich das mal so, ne? Ja, denke auch. Ach, das ist gut. Der wäre eh schon viel ausweichen. Könntest du aber einen großen für ihn machen, oder? Na, ist egal. Ich will daraus die Diamanten mal machen. Wenn die mehr EP bringt, mir glaube ich am Ende doch ein bisschen mehr. Das ist aber auch. Da ist so wenig Platz zwischen den Dingen, da muss man da noch rein. So. Ja. Hoffen wir mal, dass der zufrieden ist mit unserer Arbeit. Kann ich den nicht abgeben? Da haben sie kein Fragezeichen dann oder was. Was ist mit dem Keller? Ist der sauber? Ja, mein Herr. Aber ihr habt uns belogen. Gesteht es ein. Heimgesucht war er von dunklen Kreaturen. Oh nein, das wird nicht billig sein. Zum Glück ist der Preis bereits ausgemacht. Wo ist dann der Vertrag, muss ich fragen? Oh, den gibt es nicht. Vater, Bankier, Monsieur Montage, würde ich jetzt sagen. Los. Jetzt habe ich wieder die Stimme vergessen. Los, beginnt. Ihr seid sehr solvent. Schon gut, schon gut. Ihr bekommt etwas. Einen Moment. Oh, was habe ich denn bekommen? Was habe ich bekommen? Ein Bett in Diamanten. Das ist schön. Oder wo habe ich den denn bekommen? Magie. Die hat gar nicht so viel Magie, sehe ich gerade, ne? 83. Doch, die hat am meisten. Doch, die hat 4. Leben. Zack. Yay. Yabby, yabby, yay. So, ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Oder? Ja. Ja, ja. Oder? Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, sehen wir es dann vielleicht auch nicht. Wir müssen ja dann zum Zirkus, zum Schlosshof. Zum Zirkus, zum Schlosshof. Wir müssen mit dem Riesen reden. Der wollte noch seinen Apfel haben. Hier oben geht es nicht weiter.
Nee. Dann gehe ich nochmal eben ins nächste Gebiet, damit er speichert. Oh. Wollen wir den Bauch dagegen? Hier ist gar nicht das nächste Gebiet. Gut, dann wissen wir nicht wo. Oh, süß. Blende sie. Egal. Okay. Wir sehen ja dann, wo es nächstes Mal wieder, wo er wieder lädt. Vielleicht am Haus. Wissen wir ja noch nicht. Ja. Also mal dann, schauen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss.